Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Dafür, dass wir das erste Mal in dieser Konstellation gespielt haben, fand ich das sogar spielerisch wirklich sehr gut. Auch läuferisch, und dann hat ein bisschen das Glück im Abschluss gefehlt. Ich glaube, gerade auch in der ersten Halbzeit, dass wir doch sehr gute Aktionen hatten, gerade nach vorne hin, und wir ein bisschen im Abschluss nicht das Quäntchen Glück gehabt hatten, aber ich denke, dass wir auf diese Leistung schon aufbauen können. Dann haben wir ein bisschen den Zugriff schwinden lassen in der zweiten Halbzeit, haben dann uns ein bisschen zu sehr unter Druck setzen lassen. Dann bekommen wir ein dummes Gegentor nach einer Standardsituation, und das dann in so einem Testspiel dann viele Wechsel und dann gutes Ergebnis. Glaube ich, auf keinen Fall spiegelt das wieder, was wir vor allem in den ersten 45 Minuten gezeigt haben. Ja, ist ja altbekannt, dass nie die ersten 11, die dann am ersten Spieltag den Vorzug bekommen, dass sie dann über die Saison hinweg immer die Spiele machen. Aber klar ist auch, dass wir doch in den letzten Wochen den ein oder anderen ausgefallenen Spieler hatten in unseren Reihen. Und da waren Spieler dabei, die natürlich auch nicht alles mitgemacht haben im Training. Jetzt hatten wir zwei wichtige Säulen, die uns gefehlt haben zum Spiel. Kann schon passieren, dass es so oder ähnlich aussieht. Ich denke, ich bin ein Spieler, der sich auch so die Verantwortung genommen hätte, die Mannschaft mitzuführen. Das ehrt mich jetzt natürlich für einen Verein wie den KSC, Vizekapitän zu sein. Das ist eine große Ehre für mich, und ich werde versuchen, die so gut wie möglich auszufüllen. Ich habe ja gesagt, dass ich mir das in Ruhe anschaue. Die Hierarchie in der Truppe stimmt. Orle hat es in den letzten Jahren hervorragend gemacht, und es gibt keinen Grund, da irgendwo was zu verändern, nur weil man was verändern will. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.